Auf geht's Erlangen! Auf geht's Erlangen! Rot-Blau-HCE! Ja, dann begrüße ich Sie alle herzlich zur heutigen Pressekonferenz, zur ersten Pressekonferenz in der neuen Saison. Auf dem Podium begrüße ich herzlich unseren Trainer Raul Alonso, unseren Geschäftsführer René Selke und unseren frisch gekürten Kapitän Christopher Bissel. Morgen, René, geht's los. Nach einer langen Vorbereitungszeit steht das erste Heimspiel wieder auf dem Programm. Wir empfangen die HSG Wetzlar. Wie groß ist die Vorfreude bei dir? Ja, schönen guten Morgen erstmal in die Runde. Natürlich sehr, sehr groß, keine Frage. Wir haben nicht nur im Hintergrund, sondern natürlich auch auf der Platte, Raul wird da natürlich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, hart in den letzten Wochen gearbeitet. Ganz klar, das erste Saisonspiel ist immer was ganz Besonderes. Es ist der Start in eine neue Saison, die immer viel Überraschung bereithält. Wie ihr alle wisst, wir haben ein paar Regeländerungen. Das Spiel wird deutlich schneller werden. Das haben wir jetzt in der Vorbereitungsphase schon gesehen. Es fallen unglaublich viele Tore. Das Spiel ist auch von Raul so angelegt, dass wir da wirklich einen sehr attraktiven Handball spielen. Und ja, also ich hatte viel Freude in der Vorbereitungsphase. Und klar, was uns morgen erwartet, ist so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Die HSG Wetzlar ist natürlich eine Top-Mannschaft, in den letzten Jahren immer sehr stabil im oberen Feld der Liga gewesen. Dementsprechend ein richtig harter Gegner zum Start. Aber gut, wir wissen natürlich auch, was wir können. Und dementsprechend ist die Vorfreude groß. Und was uns morgen erwartet, das werden wir dann mal sehen. Dankeschön. Danke, René. Ja, Raul, du hast fleißig trainiert mit deiner Mannschaft. Wie zufrieden warst du denn oder bist du mit der Vorbereitung und wie schätzt du vor allem die HSG Wetzlar morgen ein? Ja, guten Morgen zusammen. Wir können auch zufrieden sein mit der Vorbereitung. Wir haben 6 sehr harte Wochen hinter uns gebracht. Endlich beginnt die Bundesliga. Das ist was wir auch lieben. Das ist unser tägliches Brot, in diesen Rhythmus zu kommen. Und alles andere ist natürlich auch eine Vorbereitung auf diesen langen Lauf, den wir jetzt angehen werden. Wir haben alle Themen durchgearbeitet. Wir haben unser Spielmodell sowohl in der Defensive als auch in der Offensive gut implementieren können. Und seit Anfang dieser Woche laufen die Vorbereitungen explizit auf die HSG Wetzlar. Und ich habe ein sehr gutes inneres Gefühl. Ich weiß, dass meine Mannschaft sehr, sehr stark spielen kann. Und ich sehe, wie hart die Jungs jeden Tag da alle Infos aufnehmen und wir sind voll fokussiert, dieses Spiel anzugehen. Von daher habe ich eine positive innere Haltung. Und zur HSG, hat René auch bereits erwähnt, eine Mannschaft, die schon seit Jahren sehr, sehr stabil sich oben in der Tabelle befindet und dementsprechend natürlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein auch mitbringen wird. Das steht außer Frage. Eine gute Mannschaft, haben gute Verstärkung, aber das interessiert uns alles nicht. Wir gucken nach uns, wir wissen, dass wir zu Hause spielen. Wir wissen, dass wir sehr stark sein können zu Hause, mit Hilfe von unseren Fans und auch von dieser Halle. Aber vor allem wissen wir, dass wir gerüstet sind für diese Saison und von daher auch große Vorfreude auch im Team und es kann losgehen. Danke, Raul. Ja, Christi, der Raul hat es eben schon angesprochen, viele Veränderungen im Team der HSG Wetzlar. Sie haben 8 Neuzugänge. Ist es dann irgendwie noch mal schwieriger, sich vorzubereiten? Vor dem ersten Saisonspiel ist es ja eh noch so, dass man nicht so wirklich weiß, was auf einen zukommt. In der digitalen Ära ist es ja immer relativ einfach, die Vorbereitungsspiele auf Video von anderen Mannschaften zu bekommen. Das heißt, wir konnten uns trotz allem umfassend und sehr gut vorbereiten. Gleichzeitig ist der Trainer ja gleich geblieben, sodass man wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass die Grobzüge des Spielsystems auch beibehalten werden bei Wetzlar. Aber natürlich ist es immer etwas kompliziert, vor allem für die individuelle Vorbereitung auf einzelne Spieler, wenn die gegebenenfalls sogar aus anderen Ligen kommen, weil man nicht so 100% weiß, was einen erwartet. Aber dass dann jeder eben in der Pflicht, sich bestmöglich mit den Videos, die zur Verfügung gestellt werden, vorzubereiten. Auf geht's Erlangen! Auf geht's Erlangen! Rot-Blau-HCE!